Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 hier heute am Donnerstag. So, die Zeit rennt heute schon wieder. Also wir haben jetzt schon über Donnerstag. Das heißt, ich habe schon fast eine Stunde aufgenommen. Mal wieder in dieser tropischen Hitze bei mir im Zimmer. Boah, ich liebe ja den Sommer, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Boah, es hat immer so... Naja, nützt halt nichts, kommen wir halt nicht drum herum. 15 Dreschen. An der ersten Position. Zack. Ne, das ist nicht der Drescherkurs. Dünge, Dreschen, dann nehmen wir den, der ist besser. Sag ich doch. Genau. Läuft. Läuft auch. Der ist auch sofort fertig. Dann fahren wir den mal weg. Wie gesagt, wir haben letzte Folge über neue Projekte gesprochen, über eine neue Projektidee von meiner Seite, die mir jetzt kurzfristig in den Kopf kam. Weiter dazu habe ich allgemein über die Projektfindung gesprochen. Das heißt, nochmal ganz kurz anschneiden, wenn ihr irgendwelche Projektideen habt, irgendwelche Spiele, die wir auf jeden Fall mal zocken wollen sollten, dann dazu einen Link unten in die Kommentare, beziehungsweise also Kommentare allgemein mal Hallo und Guten Tag sagen. Da antworten wir natürlich auch die meisten Kommentare. Umso freundlicher sind, umso freundlicher können wir sie auch beantworten. Zumindest aktuelle Überlegung, Puma. Genau, der Puma ist auch fertig. Holen wir den gleich auch vom Feld wieder runter. Dann weiß ich noch gar nicht, was der Puma macht. Ah, da kommt der Johnny. Kommt der hier hoch? Ja, relativ knapp gefahren, aber na, kann ja nichts ändern. Das Feld ist auch fertig, das freut mich. Das freut mich echt, das ist schon mal schön. Genau. Wenn ihr irgendwelche Projektideen, Vorschläge, Spiele habt, die rausgekommen sind, wir nicht gezeigt haben oder so. Wir können natürlich längst nicht alles zeigen, das ist klar. Aber wir versuchen natürlich so viele Spiele wie möglich selbst zu zeigen. Aber manche Sachen interessieren uns nicht. Wenn ich da ganz ehrlich bin, da ist es mir halt dann im Endeffekt auch ein bisschen egal, worauf ich keine Lust habe, was mir nicht gefällt, spiele ich nicht. Weil was nützt mir das, wenn ein Spiel gut ankommt, ich aber überhaupt keine Lust darauf habe? So ein Spiel muss Spaß machen, sonst bringe ich halt keine Videos. Das ist natürlich dann im Sommer für mich immer noch so ein bisschen noch so ein Kriterium. Es muss halt A, Spaß machen, weil wenn ich mich im Zimmer bei 30 Grad hinsetze und aufnehme. Ich weiß, dieses Leid tragen natürlich noch viel mehr Leute. Ich arbeite auch bei der Hitze, ich habe jetzt nur ausnahmsweise mal Urlaub. Das heißt, es macht natürlich sowas natürlich nicht besser. So, schmeißen wir dann nochmal eben das andere Weizen da rein, wenn wir eh gerade schon mal am Umscheppen sind. Das heißt, auf jeden Fall, da bin ich dann halt wirklich Feuer und Flamme, würde ich sagen. Also das Projekt muss Spaß machen, dann sind mir im Endeffekt auch die Temperaturen egal oder den Umständen, die ich dann aufnehme für euch, was ja halt wieder frische Folgen habe. Aber ich sehe halt am Wochenende jetzt keine große Abkühlung. Und wie gesagt, dann beschäftige ich mich halt am Wochenende mit noch so der einen oder anderen Baustelle, weil die bis zum 1. Juni abgegeben werden müssen. Zusätzlich habe ich jetzt auch meine Projektarbeit, die ich noch machen muss, da habe ich nicht so Bock in der Berufsschule drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Das bringt eh nichts, das haben die in den letzten Jahren, hat die Schüler da schon keinen Bock drauf. Er lässt das Projekt aber trotzdem jedes Jahr machen und jedes Jahr wird es nicht gemacht, deswegen ganz ehrlich weiß ich noch nicht, ob ich auf die Scheiße ganz ehrlich Bock habe, weil das ist im Endeffekt wieder viel Arbeit für nichts. Und ganz ehrlich, dass man halt im Endeffekt sagen muss, wie eine Präsentation aussieht mit Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Quellen,
finde ich halt auch im Endeffekt schon lächerlich. Also, ich weiß nicht. Wenn man sowas schon sagen muss, wenn man eine PowerPoint-Präsentation macht, wie sowas auszusehen hat, wenn man als Lehrer schon sowas da reinschreiben muss in so einer Berufsschule, dann ist doch meiner Meinung nach schon so ein bisschen was schiefgelaufen, denn bei mir wurde sowas, haben wir sowas schon in auf der weiterführenden Schule gelernt, habe ich schon gelernt, da haben wir da wirklich uns damit beschäftigt und es war relativ zeitig am Anfang, weil wir kurze Zeit darauf halt wirklich viele Präsentationen am Stück gehalten haben in fast allen Fächern zur gleichen Zeit. Zu der Zeit war das einzige Fach Sport und Hauswirtschaft, wo wir keine Präsentation halten mussten. Aber sonst Geschichte, Politik, Mathe war auch irgendwas ganz Komisches, glaube ich. Deutsch, Englisch. Also wirklich in fast allen Fächern, außer Sport und Hauswirtschaft, glaube ich. Was ich zu der Zeit hatte. Weil wir hatten auch insgesamt im siebten und achten Jahrgang Hauswirtschaft. Jeweils ein halbes Jahr im Tausch mit Technikunterricht. Schwierig, schwierig, schwierig. Von daher ist halt so was, finde ich halt immer so ein bisschen lame. Naja, aber ich werde jetzt einfach mal meinen Azubi aus dem, der ein Jahrgang weiter ist als meine Wenigkeit. Ach so, ja, wohnt er ist ja längst noch nicht voll. Den werde ich einfach mal fragen, ob er seine Präsentation gehalten hat. Weil im Endeffekt ist das halt Arbeit für nix, für gar nichts. Ist halt einfach nur, sowas brauchen wir nicht wissen, sowas interessiert ja auch keine Sau. Vor allem auch, weil ich ein Thema habe, was ich, wo ich in der Firma nichts mit zu tun habe. Überhaupt nicht. Deswegen weiß ich noch nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss dann mal Montag mal mit meinem Zubi-Kollegen mal quatschen, was er gehabt hat an Projekt, beziehungsweise ob bei dem es gehalten wurde oder nicht. Weil ganz ehrlich, da fange ich mir lieber eine 6 ein und vor allem auch das Dämliche ist, total jetzt in der Saison so eine Scheiße machen. Meinst du, sie haben nichts Besseres zu tun in der Saison? Naja. Aber bei dem Lehrer fragt man sich allgemein so ein bisschen, was da noch gerade läuft. Aber ich würde ganz gerne gleich noch ein bisschen Silage in der BGA schütten, wenn wir Zeit haben. Deswegen. Da spreche ich nochmal drüber, weil jetzt echt Lust habe ich darauf nicht. Ich habe so viele Präsentationen schon gehalten. Da musst du natürlich noch so ein Handout erstellen und dann muss die Präsentation irgendwas zwischen 10 und 30 Minuten sein, wo ich auch noch denke, ja, nee, ist klar. Da kannst du lieber irgendwie so einen Doku-Film über so eine Scheiße zeigen. Da hast du mehr gelernt, als wenn du dir da diese komische, vor allen Dingen, du hast es das Thema erarbeitet und dann wird das Thema vorgestellt und dann denkst du noch, ja, ist klar. Und ich habe jetzt 3,5 Monate Zeit, dieses Projekt zu machen. Ich habe eins mit der letzten Themen erwischt, wo ich jetzt einfach noch sagen kann, ja. Ist klar, vor allem auch so ein unnützes Thema, womit wir alle außer einer in der Berufsschule nichts mit zu tun hat. Boah, das ist so anstrengend, so eine Kacke. Aber naja, nützt dir nichts. Ich muss eine Präsentation stellen über Bagger, Radlader und, was war der dritte? Ich habe das im Endeffekt habe ich das Großthema Baumaschinen mit. Ich kann natürlich nicht dann über nicht über alle Baumaschinen labern, weil dann kann ich Stunden füllen wahrscheinlich. Ich habe dann ein paar Maschinen bekommen. Suche ich gerade die E-Mail am Handy. Da. Komm. In der E-Mail steht eh nur Kacke drin. Ne, die Liste will ich haben.
Die ist nämlich schöner. So, gucken wir dann mal im rein. Wir haben ja Zeit. Jetzt bleibe ich mal im Stehen. Upgrade, fast fertig. Ja, ja. Öffnen. Einfach öffnen, Handy. Wird geöffnet. So, Mark. Genau. Meine Wenigkeit. Gar nicht wahr. Ich habe jetzt noch genau 3 Monate Zeit für das Thema. Als Fachthema habe ich Baumaschinen in der Spezifikation mit Bagger, Radplaner, Raupen. Ich habe mit Bagger nichts zu tun, ich habe mit Raupen nichts zu tun. Überhaupt nicht. Radlader kann man noch so auf einsetzen. Wir haben eine Kläranlage bei uns im Kundenstamm an unserer Filiale. Da läuft aktuell eine Vorfüllmaschine von uns. Ein Radlader. Sonst helfen wir damit nicht am Hut. Aber, naja. Habe ich den so schief geparkt? Da fährt ja einfach nur der Johnny unheimlich knapp dran vorbei. Von daher, da muss ich mal mit meinem Azubi-Kollegen reden, weil Bock habe ich auf die Scheiße so überhaupt nicht. So, Präsentation habe ich, seitdem ich jetzt aus der weiterführenden, also aus der Gesamtschule, wo ich drauf war, seitdem ich aus der 10. raus bin, habe ich da so einen richtigen Hass drauf. So einen richtigen Hass, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Zack. Naja. So, wo steht er denn? Ha, fast am Anfang. Also da habe ich wirklich so einen richtigen Hass auf Präsentation halten, ganz ehrlich. Das war damals schon überflüssig, weil du da einfach nichts bei lernst. Überhaupt nichts. Du eignest dir irgendein Thema an und wenn du es vorträgst, kannst du in die leeren Gesichter der anderen Klassenkameraden gucken, die das Thema überhaupt nicht juckt. Gar nicht. Und weil ich davon ausgehe, dass der Lehrer darüber auch überhaupt keine Ahnung hat. Start. Ich habe irgendwie so einen richtig trockenen Hals. Total ätzend. Weil es wahrscheinlich sinniger ist und viel schneller gehen würde, wenn der Lehrer dazu einfach so ein bisschen Arbeitsblatt davor bereitet. Wenn der Lehrer da einfach zu so ein Arbeitsblatt vorbereitet mit, wo halt einfach ein Bild drauf ist, die Objekte erklärt einfach nur, wenn es halt irgendwie was Technisches ist, wie irgendwas Spezielles, also irgendwelche Baugruppen oder sonstiges, sondern halt einfach, dass erklärt wird. Da unten drunter steht halt eine schriftliche Erklärung zu dem Bauteil, was es kann, soll, technische Daten, was wir halt im Endeffekt brauchen, dann können wir halt im Endeffekt immer drauf zurückgreifen. Und weiß ich nicht. Vor allen Dingen auch, weil der Inhalt dieser Präsentation, ich muss mir das nochmal genau angucken, eins ist sofort, dass eine Präsentation ist innerhalb von eine halbe Stunde erledigt. Wir wollten uns genau anschauen. Wir wollen jetzt noch ein bisschen Silage schöpfen, wenn wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben. Naja, ich muss mir noch mal gucken, was der Inhalt da sein muss, der Aufbau. Ich weiß gar nicht, was du dazu sagen sollst, wenn ich ganz ehrlich bin. Wir haben alle außer einer Fachrichtung Landmaschinen und dann muss ich so eine Baumaschinenkacke machen. Ganz ehrlich. Könnte ich im Strahl kotzen? Ganz ehrlich. Aber naja. Ich muss mir das nochmal genau angucken. Ich habe nur die E-Mail bekommen. Aber im Endeffekt jetzt ja 8 Wochen Zeit. Auch wieder 2 Monate Zeit. Vielleicht mache ich die Präsentation fertig und wenn die alle nicht abgeben, dann
fällt die bei mir einfach unterm Tisch, weil wenn du echt so Präsentationen vorstellst, dann auch der letzte Müll, aber naja. Falls mein Lehrer das irgendwann mal sieht, darf er sich gerne anhören. Ich halte von diesem Präsentationsscheiß überhaupt nichts mehr. Das ist immer so eine Schülerbeschäftigungskacke. Das hätten wir nicht so schon genug zu tun. Also würden wir so schon den ganzen Tag Däumchen drücken. Aber naja, könnt ihr auch nichts für? Ich auch nicht. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Weitere Folge Nordfriesische Marsch. Bis dann, danke. Tschüss.